Hallo und herzlich willkommen zu einem Nicht-Let's Play. Leute, wie ich euch schon angekündigt habe, mache ich jetzt heute quasi einen Vlog. Und zwar hatte ich euch ja gesagt, dass ich mit euch heute so ein bisschen meinen Plan durchlabern möchte, sowas, wie das jetzt hier auf diesem Channel weitergehen wird. Und zwar habe ich mir da so einen kleinen Plan jetzt durchdacht, der allerdings noch sehr variabel ist. Ich zeige euch das mal. Also wenn ich was mir ausdenke oder sowas, dann sieht es immer ungefähr so aus. Das stimmt allerdings hier nicht alles. Und ich kritzel dann auch gerne einfach überall ein bisschen rum. Guck mal, da ist ein Kreuz und ein ausgefülltes Kreuz. Schnecke? Das sieht aus wie bei Naruto-Notenschlüssel. Also Leute, auf jeden Fall habe ich mir das so ausgedacht. Ich erkläre euch das jetzt mal. Montags, wie vielleicht viele von euch wissen oder einige auch nicht wissen, ist auf meinem anderen Kanal der Bobo-Montag. Das heißt, dass da, mehr oder weniger regelmäßig, aber das sei jetzt mal dahingestellt, dass ich dort ein Video hochladen werde. Die Videos, die ich auf The Bobo Raider mache, sind meistens mehr oder weniger eher aufwendig als das hier. Deswegen wird auch nur dann da ein Video kommen. Das heißt, auf diesem Kanal hier wird montags kein Video kommen. Sollte aber auf The Bobo Raider an dem Tag kein Video kommen, was sehr gut und auch, wir kennen mich alle, okay? Sollte auf jeden Fall dort kein Video kommen, wird auf jeden Fall auf diesem Channel ein Video kommen. Das heißt, montags wird auf jeden Fall auf einen von beiden Channels ein Video kommen. Und sollte dann montags hier ein Video kommen, wird es ein ganz normales Let's Play sein. So Leute, Dienstag. Am Dienstag kommt hier auch ein ganz normales Let's Play von einer ganz normalen Serie, die ich spiele. Sei es gerade wie jetzt zum Beispiel Cry of Fear oder sollte es mal Far Cry sein oder South Park oder The Walking Dead. Oh, The Walking Dead. Ich habe ja gehört, nächste Woche soll es weitergehen. Mittwoch und Donnerstag genau das gleiche. Ich mache ganz normal meine Let's Plays weiter. Aber jetzt wird's spannend. So Leute, und freitags passiert jetzt wieder was ganz anderes. Und zwar möchte ich freitags ein Let's Test Video machen. Das heißt, ihr schlägt mir Spiele vor. Deutsch ist so scheiße. Ich versuch mal so sexy zu trinken, wie es geht. Nee, so schluckt man doch nicht, wenn es sexy sein soll, oder? Oh wow, dieses Mineralwasser von Kaufland Classic schmeckt so vitalisierend und erfrischt mich total. Kauflandwasser, da bekommt man was für sein Geld. Das war übrigens nur ein Joke, ich werde nicht dafür bezahlt oder so. Oh, schön wär's. Ihr empfehlt mir irgendwelche Spiele, die vielleicht auch noch Free-to-Play sind, was natürlich super geil wäre. Also ich möchte das eh hauptsächlich auf Demos oder Free-to-Plays beschränken, weil ich habe einfach nicht so viel Geld, um mir jeden Freitag ein neues Spiel zu kaufen, um das für euch anzutesten. Sind wir mal ehrlich, Leute. Das werde ich dann spielen, werde ich dazu meine Meinung sagen und wenn es da vielleicht sogar noch eine Verlinkung gibt für irgendeinen Download oder so, werde ich den euch natürlich auch in die Videobeschreibung reinsetzen. Ich doch selbstverständlich. Eins habe ich sogar schon aufgenommen mit Mr. Trashpack zusammen. Das werdet ihr dann nächsten Freitag sehen. Das war richtig witzig. Ich bin echt gespannt, was ihr zu dem Spiel sagt. So Leute, dann kommt der Samstag. Und der Samstag, das ist der Challenge-Tag. Was bedeutet das? Was ist der Challenge-Tag? Am Challenge-Tag werde ich ein ganz normales Let's Play machen. Allerdings mit der Voraussetzung, dass, wenn ich sterben sollte oder wir machen da irgendwie was aus, was drin passieren soll, was eigentlich nicht passieren soll. Versteht man eigentlich noch, was ich sage? Ich mache mit euch quasi eine Wette. Zum Beispiel, wenn ich sterbe, dann muss ich. Und ihr sagt mir, was ich machen muss. Ihr schreibt es einfach fleißig wie letztes Mal in die Kommentare rein. Das nehme ich dann auf. Sollte ich bei Cry of Fear zum Beispiel sterben, dann muss ich mich das nächste Mal, keine Ahnung was, 50 Mal im Kreis drehen oder ein Rollmops essen, habe ich glaube ich gesehen oder so ein Zeug. Sowas machen wir dann. Das wird echt ekelhaft, aber lustig. So, und dann kommen wir schon zum Sonntag, also der heutige Tag. Der Sonntag wird ab sofort mein Vlog-Tag. Ich weiß nur nicht, ob ich jeden Sonntag einen Vlog machen kann, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Woche was Tolles, Spannendes erlebt habe, um das euch zu erzählen, weil bei mir ist manchmal halt auch voll langweilig mit Arbeiten gehen und so eine Scheiße, ihr wisst ja schon. In meinen Vlogs passieren dann aber folgende Sachen. Ich werde Post von euch öffnen, ich werde vielleicht sogar Kommentare von euch vorlesen, ich werde euch erzählen, was ich die Woche erlebt habe, ich werde Dinge ankündigen, wenn es überhaupt was zum Ankündigen gibt und ich werde euch vielleicht neue Projekte vorstellen. Das alles wird jeden Sonntag passieren. Kein anderer Tag, nur Sonntag. Und sollte sonntags kein Vlog kommen, wird ein ganz normales Let's Play hier erscheinen. So handhaben wir das. So kann ich mir auch sicher gehen, dass ich einigermaßen regelmäßig mal was hochladen kann. Ich versuche es jetzt mal so beizubehalten. Ihr wisst jetzt Bescheid, ich weiß jetzt Bescheid. Habt ihr das Geräusch gehört? Hat es bei mir gerade geklingelt? Das würde jetzt echt passen zu meinem morgigen Video auf The Bobo Raider. Ich ignoriere es einfach. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es geklingelt hat. Oder hat mein Stuhl nur gequetscht? Ich bin lieber einfach kurz ruhig. Wieso nerven mich immer alle hier in dem Haus? Wieso müssen mich immer alle in dem Haus hier nerven? Hier klingelt ständig irgendjemand und will was von mir. Und dann ist immer nur so eine Pipi-Kacke. Die sollen sich ein Hobby suchen oder sowas. Hier wohnen lauter Omas und so. Okay, ich glaube, da war keiner.
Also brauche ich auch nicht flüstern. Falls ihr das jetzt nicht so ganz geblickt habt, was ich jetzt euch beschrieben habe oder so, ich habe das alles nochmal in meinen Kanalinfos drin. Da könnt ihr das nochmal nachlesen. Da steht dann, was ich ab sofort jedes Mal machen werde. Ich hoffe auch, das klappt so. Ach ja, leider ist soweit. Und zwar muss ich morgen wieder nach 2 Wochen Urlaub arbeiten gehen. Das heißt, ich muss um 6 Uhr jeden Tag wieder aufstehen und bin dann ungefähr so um 18 Uhr wieder daheim. Yay. Wie dem auch sei, Leute, sehen wir uns morgen beim Bobo Montag auf meinem anderen Channel und hier wieder am Dienstag. Ich freue mich auf euch und ich hoffe, ich freue mich auf euch und ich hoffe, ich freue dich auch. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Tschüss.